So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es soll heute tatsächlich einmal wieder ums Turbo-Projekt gehen. Da kam jetzt wirklich eine Zeit lang nichts mehr, so fast gleich eineinhalb Monate oder was. Teilweise habt ihr es auf Instagram ein bisschen mitbekommen, was so alles ein bisschen rundum passiert ist. Aber wir werden jetzt das hier mal ein bisschen aufbereiten, alles einmal genau im Detail, sage ich mal, durchsprechen, um einfach mal ein bisschen ein Update zu geben, was eigentlich los ist mit dem Projekt. Ja, ich erzähle euch das einfach jetzt einmal. Um das soll es quasi in dem Video gehen. Einfach ein bisschen labern, einfach ein bisschen up to date. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Übrigens zum Hornbau-Video war das Feedback echt gut. Wir werden jetzt einfach ein bisschen begleiten. Spoiler, ich habe schon einen zweiten Toolader gekauft und jetzt eine dritte Pumpe. Ich weiß gar nicht mehr, was wir im letzten Video gemacht haben. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen über die Schmierung ist da gegangen, dass man quasi den Öltank haben wir dann umbaut, Alu-Tank vorher gehabt habe, jetzt habe ich einen Tank unten. Dann glaube ich, war das auch im letzten Video, dass die Pumpe, dass da Probleme gab, beziehungsweise der Platz da nicht gepasst hat und ich dann quasi einen anderen Platz gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob man das im letzten Video so gesehen hat. Hier war jetzt quasi eigentlich die Pumpe. Was ich jetzt quasi dann gemacht habe, war die Ölleitungen neu verlegen für den neuen Platz vor der Pumpe mit Hydraulikleitungen, 10 mm Hydraulikleitungen, Filter dazwischen, wirklich, dass es auch sauber ist, dass ich nicht mit Schläuche wieder irgendwie einen Haltepunkt herbringen muss und das nicht umeinander wackelt. Und habe mich da eben für die Hydraulikleitungen entschieden. Ja, sowohl druckseitig als auch rücklaufseitig war im Nachhinein jetzt ein Fehler, aber dazu kommen wir jetzt noch. Zuvor ist mir die Pumpe gefreckt. Sind mir schon zwei Pumpen kaputt gegangen. Hier, ich habe tatsächlich hier schon wieder eine neue Pumpe bestellt, weil es einfach geil ist. Ich habe auch so ein paar andere Sachen bestellt. Grund war aber schon wahrscheinlich, dass die erste Pumpe kaputt gegangen ist. Oder die war dann eigentlich nicht richtig kaputt, aber jetzt ist sie schon kaputt. Ich habe da auf jeden Fall rumgeschweißt. Ich habe die Pumpe natürlich komplett zerlegt, wie ich sie geschweißt habe. Das Material ist, glaube ich, so 5 mm von der Hülse und ich habe das auch nur geheftet. Also das war tatsächlich nicht das Problem. Das Problem war dann im Nachhinein, ich habe die zusammengebaut, habe sie getestet und habe gemerkt, sie geht nicht. Am Ende war es dann so, Schweißkügelchen an den Magneten dran war und deswegen hat es wahrscheinlich gebrückt und deswegen ist die auch nicht gegangen. Das war aber dann zu spät, weil ich dann versucht habe, die Magnete rauszubringen und dann ist mir ein Magnet gebrochen. Dann habe ich eine neue Pumpe bestellt. Habe ich dann die neue Pumpe eingebaut. Ölleitungen waren schon fertig oder habe ich fertig verlegt. Pumpe an, habe da schon gemerkt, dass der Druck, weil ich habe da einen Drucksensor drin von ganz normalem Auto, dass bei dem Drucksensor extrem viel Druck ansteht. Also es waren, es zeigt es in PSI an, aber es waren dann so 80, 90 PSI und es müssten dann so 8 bis 9 bar sein und das ist eigentlich schon relativ viel. Es war halt dann nur komisch, wenn ich genau an Turbolader hier die Druckseite abschraube, kurz vom Turbolader, dann ging das ohne Probleme, also wirklich, das hat es ja fast rausgespritzt, das Öl. Vielleicht einfach Öl zu dick. Gut, normal Motoröl, so ein Turbolader läuft mit ganz normalem Motoröl, 5W40, was ich heute halt in mein Bike auch reinschütte, oder 5W30. Dann habe ich mir neues Öl geholt, ein 0W8, also ich glaube, das ist tatsächlich das dünnste Motoröl, was es so gibt auf dem Markt, also vielleicht in Russland, wo es immer kalt ist. Ah ja, dann habe ich eben das Öl rein und das Problem war einfach immer noch da, oder der Druck war einfach zu hoch. Und dann habe ich auf jeden Fall das Bike umgelassen und es hat auch durchgepumpt. Dann hat es von der Abgasseite vom Turbolader hat's dann Öl rausgehauen. Also ich habe da, das Bike ist gelaufen und ich habe Gas gegeben und es ist nur noch blau rausgekommen. Die Gleitringdichtung vom Turbolader hin ist, in dem Fall hat er die eine Gleitringdichtung. Dann zerlegen wir mal den Turbo und schauen mal, was da für Ersatzteile gibt. Ja, gar keine. Für den Turbolader gibt es keine Ersatzteile. Ich habe mir einen Turbolader gekauft für das Projekt oder habe mich für einen Turbolader entschieden. Bei dem Projekt, wo es keine Ersatzteile gibt. Geil, oder? Also ich habe mir gedacht, okay, so ein Garrett-Turbolader, das ist so ein Allerwelts-Turbolader, gute Marke. Da, die stellen noch 50 Jahre später Ersatzteile. Aber ich habe mich auch genau für den Turbolader entschieden, wo es keine Ersatzteile mehr gibt. Also weder noch eine Gleitringdichtung, noch einen kompletten Rumpf. Also Rumpf ist im Endeffekt dann das Zwischenteil. Man kann das einfach auswechseln. Das ist der Rumpf, da ist eine Gleitringdichtung drin, da ist dann direkt dann das Abgasrad und das Turborad selbst ist da quasi komplett in den Rumpfteil mit drin.
Ja, ich muss irgendwie weitergehen und ich habe alle die Ölschmierung, die ganzen Leitungen und auch die ganze Häuterung, alles habe ich schon auf den Turbolader ausgelegt. Und ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich habe dann keinen Bock, keine Zeit gehabt, dass ich jetzt da erstens mal nach einem anderen Turbolader suche, wo es einigermaßen passen würde, zumal der schon getestet wurde und ja, ging mit dem Provisorium, Ölprovisorium, Ölleitungsprovisorium und ich auch alles nicht umschweißen wollte. Dann habe ich mir tatsächlich einfach nochmal so einen Turbolader gekauft. Gibt schon noch ein paar Händler, zumindest im Internet, wo man den so kaufen kann. Ich habe den neuen Turbolader eingebaut, die neue Pumpe war auch drin und der Druck war immer noch extrem hoch. Da haben wir gedacht, ja, was mache ich jetzt? Ich habe da ein bisschen mehr recherchiert und habe dann eben gelesen, dass der Turbolader einen relativ großen Rücklauf braucht. Das heißt, ich brauche mindestens Innendurchmesser 13 mm und das habe ich ja an sich, habe ich das nicht mit meiner Rücklaufleitung, meiner 10 mm Hydraulikleitung. Gut, was habe ich gemacht? Ich habe hier jetzt einfach einen Druckschlauch rein, der halt so 13 bis 14 mm Innendurchmesser hat. Ich schalte die Pumpe ein, habe tatsächlich dann auch mein Verlosungsbeit, das aber auch schon ausgelost ist, was übrigens auch bald ein Video gibt dazu. Mit denen habe ich dann überbrückt, weil man dachte, okay, nicht, dass die Batterie auch schon leer ist und das quasi dadurch der Grund ist, dass die Pumpe nicht mehr richtig arbeitet. Zwischenzeitlich habe ich mir jetzt auch eine Autobatterie gekauft und Überbrückungskabel, dass ich das dann ohne Probleme machen kann. Aber das habe ich auf jeden Fall gemacht. Hat sich nicht geändert, der Druck, trotz auch dünnen Öl, ist extrem hoch geblieben. Aber man hat halt eben gesehen, dass hier von dem Schlauch das Öl wird durchgepumpt, es läuft schön sauber zurück, Schmierung ist auf jeden Fall gewährleistet. So habe ich das zumindest, oder so interpretiere ich das natürlich, wenn ich sehe, dass das Öl auch durchgeht. Aber wie gesagt, der Druck immer noch 7 bis 8, 9 Bar bei der Pumpe. Und man hat da die Pumpe ein bisschen angehört, also man hört ja das irgendwie, dass die Pumpe halt extrem arbeiten musste. Vielleicht auch gequält habe, ich war mir dann auch nicht sicher, weil ich war dann auch leise im Gegensatz zu vorher mit dem Provisorium. Dann war es eben jetzt so, ich das Ding gestartet habe, Pumpe ist gelaufen, schön Öl zurück, passt perfekt. Dann ist das Bike so maximal, wenn es insgesamt eine Minute oder zwei Minuten waren, also das Öl, geschweige denn das Bike, geschweige denn der ganze Turbolader, war sicherlich nicht auf Betriebstemperatur. Und ja, habe ein bisschen geschaut, ein bisschen getestet, habe mir gedacht, okay, passt, alles läuft, alles funktioniert. Druck war auch da, der Druck ist sogar dann weniger geworden, wie dann man gemerkt hat, dass das Öl ein bisschen wärmer wird. Aber was war dann? So, nach ein, zwei Minuten, der Druck war weg, die Pumpe ist aus. Und das ist jetzt der Stand. Ich habe dann die Pumpe zerlegt, habe gedacht, ich kann mit der alten Pumpe ein bisschen Ersatzteillager machen, aber scheinbar gab es so ein bisschen so ein Update bei der Pumpe, obwohl es die allergleiche ist. Ein bisschen die Wicklung geändert, die Magneten sind anders, also habe ich die alte Pumpe auch gar nicht einmal Ersatzteil hernehmen können. Das heißt quasi, wie gesagt, ich habe mir jetzt da wieder eine neue Pumpe geholt. Im Endeffekt ist jetzt mein Plan. Ich habe die neue Pumpe. Und ich werde jetzt wieder auch saugseitig und druckseitig von der Pumpe saugen aus dem Tank raus und dann rein in den Turbolader. Werde ich jetzt auch einen extrem dicken Schlauch nehmen. Also ich werde das auch schauen, dass ich mit Innendurchmesser 13 mm mache. Laut Datenblatt vom Turbolader heißt es eigentlich, dass eine Zuleitung von 10 oder 8 bis 10 mm reicht. Das Problem, was ich halt denke, was ein bisschen ist, warum dann einfach auch der Druck so hoch geht. Dass ich halt natürlich auch viel Winkel und Zeug da drin habe und dann den Filter da drin habe und das natürlich extrem herbremst. Und das so ungefähr das Nadelöhr einfach ist in den ganzen Systemen und dadurch eben der Druck extrem hoch geht. Das natürlich dann ausschließlich der Grund war, warum die Pumpe dann kaputt gegangen ist, die zweite, weil sie extrem gearbeitet hat und sie dann einfach zu ja, heiß lief. Also die Pumpe lief heiß, definitiv nicht wegen dem Öl, sondern ja, wegen zu viel Last. Also man sieht hier, die ganze Wicklung ist einfach komplett blau. Das ist richtig heiß gelaufen, das Ding. Also ich habe es jetzt dann gar nicht anlangen können. Und so heiß war nicht einmal das Öl. Die Pumpe hat auch eine Betriebstemperatur von 100 Grad, kann das aushalten. Außer ich glaube, ich schind das Ding jetzt richtig. Die überlegen sich vielleicht trotzdem irgendwie Ölkühlung mit reinzubauen. Aber jetzt einmal zum Testen. Auf jeden Fall
müsste es so funktionieren ohne Kühlung. Es war definitiv, meine ich, ihr könnt mich gerne berichtigen in den Kommentaren, war es der zu arge Gegendruck und dadurch ist die Pumpe, hat sich zu viel gearbeitet und dadurch ist sie einfach heiß gelaufen. Vielleicht mit der Stromaufnahme dann noch ein bisschen was zu tun oder so, deswegen war vielleicht auch mein Fehler. Eine Sicherung habe ich da natürlich auch nicht dazwischen gehabt und das habe ich mir auch jetzt geholt. Einfach ein bisschen so Sicherheitsdinger. Ja, natürlich klar, zeitlich begrenzt und man macht mal schnell und dann vergisst man natürlich auch so Sachen, dass man halt einfach mal eine Sicherung zwischenbaut, wo dann vielleicht durchgebrannt wäre, wenn die Pumpe zu heiß gelaufen war. Weil im Endeffekt sind ja dann Kabel auch heiß geworden und alles und dafür ist ja die Sicherung da. Das Problem ist einfach bei dem Projekt, ich muss viel probieren und viel testen. Also das kann man nicht vergleichen wie mit dem 700er Projekt. Da war es in Anführungszeichen nur einen Rahmen anpassen und der Motor muss rein, fertig, Kettenflucht und ab geht's. Aber hier bei dem Tourprojekt, gerade bei so einem Zweitakter-Tourprojekt, ich muss einfach viel probieren, testen, schauen, ob es irgendwie geht. Dann muss ich wieder schauen, Teile bestellen, Teile kommen, probieren, entweder es funktioniert nicht, wieder schauen, eventuell wieder bestellen, wieder warten, bis es kommt, wieder probieren. Und so zieht sich das. Und so zieht sich das seit 1,5 Monaten. Und wenn dann natürlich zwischenzeitlich auch noch zwei Pumpen kaputt gehen und ein Turbolader, dann zieht es natürlich einfach noch länger. Ja, das ist so der Stand zur Turbo, Leute. Manche werden sich wahrscheinlich jetzt denken, was macht der da überhaupt? Wieso macht er das noch weiter? Mein Problem ist halt, also das Problem wäre nicht einmal so, das Ding wieder auf Original umzubauen. Ich im Endeffekt nur einen neuen Heckrahmen. Und mehr wäre es eigentlich aktuell nicht. Dann hätte ich halt, weiß ich nicht, 2.000 Euro im Wind geschossen oder 3.000 Euro. Das ist aber nicht, was ich will. Ich habe gesagt, ich mache ein Tourprojekt und ich werde das auch fertig machen. Dann mal schauen, was kommt. Dann ist sowieso die Frage, was kommt als nächstes? Macht man nochmal ein Projekt? Im Endeffekt muss man ja jedes Mal so ein Projekt irgendwie toppen. Und irgendwann wird es auch schwierig für mich, sowas zu toppen. Irgendwann komme auch ich an meine Grenzen. Irgendwann habe vielleicht ich auch andere Interessen. Was will ich noch sagen, Leute? Mehr gibt es dazu einfach nicht zu erzählen. Das ist so der Stand. Das ist so ein Update. Schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Schreibt, was ihr so meint. Wie gesagt, ich bin auch währenddessen des Tourprojekts auf viele Sachen gekommen, weil mir auch viele in die DMs bei Instagram allein sliden und mir da auch teilweise Tipps geben. Alles weiß ich auch nicht. Es ist einfach viel probieren, viel versuchen. In diesem Sinne, Leute, Haselshop hat aktuell offen, Hoodies im Sale. Nutzt wie immer meine Codes bei KTM Shop 24, den Husky Shop 24, einfach bei den 24er Shops. DBR, Falco, alles rein damit. Ich wünsche euch was, habe Dere.